Kommen wir zur neuen, machen wir mal die, ich würde sagen, du hast auch sicher ein paar AI-Themen, oder? Ja, ich glaube, ich habe ein paar später. Ich glaube, die hauen wir jetzt alle zusammen. Jetzt machen wir einfach eine AI-Ecke und dann das, Eine AI-Ecke. ja, Hui, dann mal hui, hui. das gleich Warte in mal. Ohren durcharbeiten. Nvidia gibt Gas, legt vor und bringt den nächsten KI-Beschleuniger raus. Blackwell GB200. Doppelt so Ja, das. schnell wie die AMD-Variante und natürlich auch schneller als die Vorgänger von Nvidia. Und AMD wird sich jetzt, so wie es ausschaut, für die nächsten Jahre seiner Machtposition stärken, weil der Beschleuniger schaut ganz danach aus, als würde er KI-Anwendungen mit so viel Speed zu versorgen, dass man nochmal an die nächste Revolutionsstufe erwarten dürfte. Oder sagen wir Evolutionsstufe. Ja, bisher habe ich da jetzt auch nicht viel anders von anderen gesehen dazu. Für Nvidia ist das natürlich, das ist, also, dass sie da, dass sie auf das aufgesprungen sind und im Endeffekt ist ja der Style ja einer Grafikkarte ja sehr ähnlich und vorher sind die Grafikkarten teilweise dafür missbraucht worden. Jetzt haben sie es Ja, halt, richtig, richtig. jetzt haben sie es halt speziell noch ein bisschen überarbeitet und optimiert. Für Nvidia ist das, also Nvidia ist da auf einem Weg, da jetzt wirklich Konkurrenz zu Ja, haben. ich meine, warten wir mal. Ich meine, ich bin, auf was ich jetzt noch gespannt bin, das haben wir eh vorher kurz angeschnitten. Ich bin jetzt einmal auf diese ganzen Geschichten dann, was da mit On-Device noch kommt, sehr gespannt. Also da bei den Nvidia-Karten geht es, das ist ja on das Level. Das ist für Rechenzentren wirklich direkt für die Ist, Anwendungen. braucht man nicht reden, das ist klar. Nur, ich weiß bei AI nach wie vor nicht, weil. Wir haben ja die zwei Ansätze schon öfter jetzt gehabt, dass man sagt, auf der einen Seite gibt es den Online, also das heißt Off-Device, dass es so in einer Serverfarm drinnen ist und Ja. das quasi übers Internet du das dir holst über die Cloud und das On-Device. Und ich weiß nicht, ob irgendwann alle Firmen noch mit denen einverstanden sein, dass das alles aus fremde Rechenzentren kommt. Die Frage kann ich da ganz einfach beantworten. Hauptsache ist es nicht teuer, das ist günstig und die muss mich nicht selber um die Infrastruktur kümmern. Ja, na, Also ja. die Sache wird halt irgendwann das sein, du kannst halt nicht alles da hingeben. Aus diverse Oh. Gründe. Ja, natürlich, aber man sieht schon beim Copilot, dass es den meisten Anwendern ziemlich scheißegal ist. Ja, Der das ist Copilot wird mittlerweile automatisch aktiviert, wenn du in einer Microsoft 365 oder Exchange-Umgebung für Business-Netzwerk bist. das ist Love richtig, ja. der. Das ist richtig. Und wenn du jetzt in einer Organisation drin ist und selber nicht IT, also nicht selber IT-Administrationsmöglichkeiten hast, kannst du das für dich selber ja nicht einmal deaktivieren. Ah, da kannst du gar nichts machen. Da bist du quasi, du bist, ha, du bist Co-Pilot. Das heißt, wenn das in Unternehmensrahmen freigeschalten wird, dann ist es eh schon an sich datenschutzrechtlich und vor allem sicherheitstechnisch ein Desaster. Und Ja. wenn man jetzt so Unternehmen so anschaut, denen ist es wurscht. Ja, ich weiß, aber das wird halt die Frage ist, das, ich mein, das kann ich jetzt selber gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Entweder wir sagen, ja, okay, uns ist das allen wurscht, dann ist halt eigentlich die DSGVO irgendwie ad absurdum geführt. Ja, das. Weil, wenn wir sagen, okay, wir haben sowieso alles jetzt, sagen wir es jetzt blöd gesagt, wir haben jetzt alles in Microsoft, Nvidia etc. denen in Rochen, dann ist eh wurscht.
und OpenAI, nennen wir es jetzt, nennen wir mal D3, sage ich, ja, dann haben die halt alle Daten. Ja. Ja, natürlich, das ist jetzt ein Weg, wie es machen könntest. Oder du sagst, naja, na, Moment einmal, das geht so nicht. Was ist die Alternative on device? Die Alternative ist natürlich on-device oder halt dementsprechend super klare Regularien. Ich meine, wo die EU eh was vorgelegt hat. Vorklick. Also es ist zumindest einmal, es ist ja irgendwas einmal passiert. Ja. Weil, weißt du was, ich zeige das jetzt auch kurz vor, weil man das wegen On-Device, ich habe da ein Video reingeben, wo jemand das erklärt, wie du dir mal das, zum Beispiel das Llama 2 Modell selber auf, nein, nicht das, das drunter, wo du dir das, Wo drunter? Da kennst ist du die drunter App nichts. Olama? Da steht, warte mal, run your own private AI, das war's. Okay. Spaßpix. Und zwar, kennst du die App Olama? Die heißt einfach Olla Ama. Irgendwas sagt, es sagt mir So. irgendwas, aber Ja, okay, Olama kannst du runterladen, gibt es für Mac, Windows und Linux. Und dann kannst du dir übers Terminal, da gibt es ein GitHub Repository. Repository, danke. Jetzt wollte ich schon. Respotibori. Jetzt war ich so. Okay. Also es gibt ein GitHub, gibt es auch noch eine Anleitung dazu, aber das Video macht das auch ziemlich gut. Also du kriegst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Kannst du dann zum Beispiel das Llama 2 Modell, das ist das von Meta. Oder? Llama 2 ist von Meta, gell? Ja. Und da kannst du dir unterschiedliche Modelle runterladen. Also du kannst dir das Olama-Modell mit, warte mal, da gibt es jetzt an einerseits, so, es gibt das mit 7 Billionen Parameter, es gibt das mit 13 Billionen Parameter und es gibt das mit 70 Billionen Parameter. Das kleine Modell hat 3,8 GB, das mittlere hat 7,3 und das große hat 39 GB. Ja, das mittlere, Das glaube ich, kannst ist ideal für so gut wie alle Devices. Das mittlere ist so habe ich selber ausprobiert, das läuft ganz gut. Da kann er das sogar auf Deutsch antworten nachher, weil beim kleinen versteht er die, aber antwortet auf Ja, Englisch. okay. Und Das hast du was da, dir selber aufgesetzt oder? das ist super einfach. Du machst, du installierst Olama, dann machst du das Terminal auf, schreibst Olama run Llama 2 Doppelpunkt 13b. Dann ladet er das ganze Modell runter und installiert er das. Und dann kannst du im Terminal so wie bei ChatGPT Kommandos eingeben. Und das Video geht sogar noch weiter, wo es dann allerdings komplizierter wird. Der geht dann sogar so weit, dass er das sagt, wie du das anhand deiner eigenen Daten trainieren kannst. Okay. Dann musst du aber natürlich, dann musst du quasi KI-Programmiersprache ein bisschen beherrschen. Okay. Und er erklärt es aber echt gut. Also, das ist der Channel, wie heißt der? Network Chuck. Netzwerk-Jack. Der erklärt echt komplexe Themen super simpel, also auch wie du zum Beispiel in der Synology NAS AWS einbinden kannst. Der bricht es echt super simpel runter. Also das ist Schritt für Schritt, die Videos sind dadurch relativ lang, Ja. aber du erkriegst halt wirklich eine Schritt für Schritt Anleitung. Und du kannst dann Olama 2, also du kannst dann Llama 2 auf dein Notebook rennen lassen. Du merkst natürlich danach, okay, es braucht halt teilweise ein bisschen, kommt drauf an. Du hast einen Vorteil zum Beispiel, Llama 2 liebt Nvidia Chip Grafikkarten. Da sind wir wieder beim Chip von Nvidia. Cuda, ja. Ja, genau, die lieben CUDA-Cores. Auf dem M1, M2 oder auf ARM-Prozessoren laufen es auch nicht schlecht. Aber natürlich, du merkst, das ist ein Unterschied und das wäre halt zum Beispiel jetzt auch eine andere Geschichte, wenn du jetzt Dateien einbinden willst. Ja. Dann hast du natürlich ein bisschen Arbeit, aber ich finde das einen echt interessanten Ansatz, weil natürlich diese Info verlässt niemals dein Gerät. Und
Ja, Wenn du, aber das ist ja genau das, wo jetzt Apple will in die Richtung. Also was ist in Genau, die Richtung wollen also sie? Die wollen ja die Large Language Models oder Reduced genau, Large Language Models on Device bringen. weil er geht das Beispiel auch davon aus, dass das in Zukunft ein viel ein größerer Trend werden wird. Bei Apple definitiv. Ob du Ich jetzt 7 glaube. GB auf einer Apple Watch brauchst oder 7 GB auf einem iPhone oder 7 GB auf einem MacBook, ist denen wurscht. Hauptsache Siri funktioniert irgendwann richtig. Genau, das, na, ich sage ja generell, ich schätze, dass das für Firmen durchaus relevanter wird. Ja. Ja, weil, ich meine, nehmen wir jetzt ein simples Beispiel. Du würdest jetzt ja, wenn du deine Daten verwenden möchtest und sagst, okay, ich hätte gerne eine KI, die mit all meinen Daten arbeiten kann, dann möchte ich ja das nicht unbedingt in der Cloud drin haben. Na. Weil das sage ich schlussendlich. Kann ich ja sagen, was weiß ich, ich gebe da jetzt meine kompletten Finanzen offen und das möchte ich ja nicht, dass das jetzt OpenAI komplett, dass die da Zugriff drauf haben. Also das war mir dann schon recht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich frage, keine Ahnung, irgendwas zu meinem Jahresabschluss 2017 oder 2018, dass das auf meinem Rechner bleibt dann bitte. Ja. Ja. Und das wäre dann natürlich praktisch. Und das, so meine ich das nachher mit, das, was ihr Copilot eigentlich jetzt über die Cloud macht, wäre halt super, wenn das alles on-device laufen würde. Ja, das wäre natürlich der Hammer, aber Ich Microsoft weiß wird schon, sich noch Trainingsdaten entgehen lassen, um den Service noch weiter zu optimieren. das ist, man, klar, das ist natürlich die andere Krux, weil du entwickelst dann das Modell nur mal für die individuell weiter. Ja. Natürlich, du passest es halt an deine Bedürfnisse an. Ja, sicher. Weil die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit braucht man alles, was im Internet ist, holen sich diese Modelle ja sowieso. Und du kannst ja über das Ollama, du kannst ja die neuere Version dann runterladen immer. Das heißt, dann gleicht er nur die neuen Daten ab und die alten lässt er unverändert. Also, kann ich da mal so zum Umspielen, kann ich da empfehlen, macht Spaß. Ist im Endeffekt aber jetzt quasi so ein ChatGPT Llama 2 ist das, ist das Large Sprachmodell. Language Model von Meta. Also das ist auch das, was auf der Meta Raven läuft. Ja. Oder auf der, das auf die, wie heißen die, Meta oder die Raven Smart Glasses. Also das basiert alles auf Llama 2. Es gibt da noch andere, das ist aber da alles aufgelistet. Du kannst P2 haben, du kannst Neural Chat haben, du kannst Gema haben. Da gibt es halt, Ja, ja. es gibt ja wohl ein paar Modelle, ja. Du kannst ein Llama 2 unsensored haben. Das würde ich nehmen, ja. Ja, das gibt es aber leider als 7 Billionen Datenmodell. Das ist das mittlere, oder? Das ist Kleinste. Ah, okay, scheiße. Also das Mittlere ist schon das, was ich empfehlen würde. Ich meine, mich dazu mal sogar reizen, das Große zu installieren. Leider 39 GB finde ich dann ein bisschen viel. Ja, probieren kann man es ja mal. Probieren kann man mal alles. Ja, das ist Ja. das Einzige, was natürlich sofort da merkst, du musst halt, es ist halt nicht einsteigerfreundlich, weil du musst halt schon ein bisschen Code da reinkopieren, zumindest. Ja. Zumindest die Befehle fürs Terminal halt für die Shell Ja, Copy-Pasten. du brauchst nur am Anfang, damit das Modell zum Starten Ja. kriegst. Also, weil Ollama macht es das so einfach, du klickst die App an, sie startet und dann ist über ein Terminal, musst A-Codezeile reinkopieren. Und das ist Ollama Run Llama 2. Ja. Man, okay, ist jetzt natürlich nicht schlimm, aber ist halt nicht so einsteigerfreundlich wie ChatGPT. Ja, was man im Browser aufmacht, sich anmeldet und tut. Ja, oder schlimmstenfalls die Handy-App runterladet. Ja. Okay, cool. Danke. Das schauen wir an. Das soll man ja auch, dass dir das gefallen wird. Und was anders dann noch, das Video habe ich dir eh schon geschickt. Das ist dieser Open Interpreter. Der, was jetzt im Endeffekt in die Richtung von den Rabbit Air One geht, halt das Ganze über deinen Rechner laufen lässt. Also, wo du halt dann wirklich, der hat jetzt halt. So ein,
Was ist denn das, so ein runde, was ist ein rundes Gerät? Schaut aus wie ein Tischtennisball zum Quetschen. Ja, sagen wir so, schaut aus wie ein Tischtennisball, das ist eine ganz eine gute Beschreibung. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dieser Digital Assistance, die halt dir dann quasi deine kompletten Daten durchwühlen können und dir halt dann Sachen erstellen. Zum Beispiel, sie haben da das klassische Anwendungsbeispiel, sie ist in dem Fall nicht daheim, sie hat diesen Tischtennisball mit und sagt, okay, wie schaut denn mein Terminkalender am, was weiß ich, 9. April aus? Dann sagt das Ding, ja, du hast da keine Termine. Dann sagt sie, ja, okay, bitte sagen wir denn, welches Konzert könnt ihr besuchen? Dann Ja. sucht er da das raus und dann sagt sie, ja, schreib bitte denjenigen oder derjenigen, ob sie Zeit hat und du da hingehen möchtest. Das ist genau der Anwendungsfall, wie ich es von Siri erwarten würde, weil eben genau Siri Zugriff hat auf mein Kalender, auf my Richtig. Location, was genau, was für Wetter ist, wo ich gerade bin, was meine Musikvorlieben sind, und die volle Integration würde ich mir wünschen von einer Siri. Das würde ich mal. Und das Ding macht ja auch nichts an, das Ding macht ja auch nichts anders. Das Was schaut da wieder in einen ehrlich gesagt. Kalender und sagt, was ist im Kalender drin. Du, was immer ehrlich gesagt sagt, mir ist das auch wurscht, ob das Siri oder sonst was ist. Ich möchte es sogar relativ universell haben. Ja, aber es soll Weil. einfach auf meinem Device die Sachen abrufen, die ich dort habe. Ich will nicht meine Genau. Sachen irgendwo in einen Account in irgendeiner Cloud einsinken, sondern es ist Ja, eh alles richtig. auf mein Gerät. Das wäre der Punkt, das wäre das. Und für mich wäre im Idealfall so, selbst wenn ich einen Mac-Laptop habe und einen Windows-Rechner und ein Android-Smartphone, wäre es einfach geil, wenn es da einen Service gibt, den ich auf alle drei Geräte installiere und der mir dann das quasi datenschutztechnisch auch noch ausgeben kann. Ja. Das wäre dann für mich die Geschichte. Ich meine, ob das jetzt verschlüsselt einmal irgendwo natürlich durch eine Cloud dann durchlaufen muss, ist mir ja noch wurscht. Aber ich möchte halt nicht, dass das generell dann in den Datenmodell drinnen ist. Ja. Um das geht es ja eigentlich. Meine, ich habe die Demo da relativ cool gefunden von den Open Interpreter. Ja. Ob das dann in Wirklichkeit das verspricht oder das quasi umsetzt, was da versprochen wird, das weiß ich nicht. Ja. Es schaut halt auf alle Fälle einmal sehr cool aus. Und wie du Definitiv. gesagt hast, das wäre halt der Idealfall, was weiß ich, was für ein Assistent ich dann immer starte. Möchte das halt dann da drin haben. Ja, genau. Irgendwas bimmelt da. Ja, das ist mein, da ruft mich gerade jemand an. Ah, okay. So, ich hab's weggedrückt. Kein Problem, kann schon rangehen. Muss halt Na, muten. jetzt ist Podcast-Zeit. Da kann ich nicht rangehen. Das nenne ich Opferbereitschaft. Nein, weißt du, da bin ich in der Zone. In der Sound, okay. Ja, weißt du, ich bereite mich da ja stundenlang auf den Podcast vor zum Aufnehmen. Dann bleiben wir jetzt noch in der Karriere. Okay, ist ja wurscht, wir kennen die Sachen ja schon ein bisschen durchmischen. Ah, schauen wir aber, dass wir einfach bei einem Themenbereich bleiben. Ich ziehe gleich zwar von meinen Lesepicks vor, nämlich. Nein, warte mal, ich würde jetzt sagen, Nein, gehen wir nein, jetzt, nein, weil. nein, nein, ich würde gerne das KI-Zeug einfach ein bisschen zusammenhalten, weil sonst haben wir es. Ich würde sagen, unsere Kategorien, wie wir sie da in unserem Dokument haben, sind. Nee, dass sie da Nicht, sind. dass sie da sind und Vorgaben, aber schauen wir, dass wir. Schauen wir ein bisschen, dass wir die Themen ein bisschen zusammenziehen können, weil sonst haben wir über zweieinhalb Eigentlich ist Stunden das hat verdoilt sogar immer vor KI. das hat sogar Vorteile, das wäre sogar einfacher zum Zusammenschneiden. Vielleicht auch, ja, für die nachher als Das stimmt, danke, das ist gar keine Cutter. blöde Idee. Na, würde ich nämlich gleich zwei Lesepicks nämlich vorziehen. Auf heiße Online haben sie einen Stephen Wolfram, hat da ein paar Artikel. Wolfram Alpha. Ja, und Mathematiker eben. Also der ist schon a Koryphäe, was Algorithmen, Mathematik und Datenverarbeitung angeht. Und der schreibt da ein bisschen so über die Rolle der KI in der Forschung. Und es ist einerseits sehr technisch, aber andererseits auch sehr
gut illustriert, dass man ein bisschen versteht, wohin er will oder was er mit manchen Sachen meint. Also vor allem der zweite Artikel, da hat er besprochen, ob die KI bei Lösungsfindungen Unterstützung bieten könnte. Und er skizzierte sehr schön in ein Mehrwegsystem, wie man halt dann zum Ergebnis kommt und wo und in welchen Bereichen da künstliche Intelligenz möglicherweise ein bisschen Abkürzungen machen könnte. Also es heißt nicht, dass die Forschung sich komplett auf KI verlassen kann oder verlassen wird können. Das heißt, du kannst nicht einfach deine Daten reinschmeißen und hoffen, dass die KI dir nachher die Welt formelt und die Formel des ganzen Lebens ausschmeißt. Sondern aber die KI kann da unterstützend eingreifen, um Sackgassen aufzuzeigen, wo man nicht weiterschauen muss Richtig. und andere Wege sagen, wo man halt weitergehen kann und ja, wo man halt dann genauer hinschauen sollte. Ich finde das eigentlich nach wie vor, dass KI so ein perfekter Multiplikator ist. Und wenn du 0 reinsteckst, 0 mal 10 bleibt immer 0. Also das ist für mich das, wo ich sage, also das ist KI-Lei. Du kannst nicht sagen, ich lasse alles KI machen, weil das wird nicht klappen. Das siehst du ja schon ein paar simpelste Sachen in ChatGPT. Du musst ja dann auch erklären, was du haben willst. Musst du? Ja, macht's um Welten besser. Ja, okay, ja, wohl, stimmt schon. Ja, du musst schon Also wenn sagen. du einfach gleich sagst, nimm mal als Beispiel her, du sagst jetzt an, schreib mir einen Text über Sonnenblumen. Ja, dann wird er dann Das Text über Sonnenblumen schreiben, aber mit dem wirst du nichts anfangen können. richtig, was soll ich mit denn? Das macht null Sinn. Das heißt, du Ja. musst ihn Kontext geben. Was machst du damit? Was Ja, willst du? genau. Was, oder was ist der Sinn davon? Wie soll der vielleicht gegliedert sein? Für was möchtest du ihn verwenden? Was brauchst du genau? Brauchst du jetzt was weiß ich? Keine Ahnung, wie eine Sonnenblume Photosynthese genau betreibt und was weiß ich was. Oder, Ja. keine Ahnung, ist ja wurscht. Was du als, oder der Unterschied ist, was kannst du aus Sonnenblumenkernen alles machen? Genau, ja. Das macht ja noch einen Unterschied und das ist halt dann, umso komplexer die Thematik wird, umso mehr musst du ihnen halt Infos geben. Genau. Und natürlich, da, was dann ein gutes Beispiel ist, klar, dass du sagst, okay, geh mal den Weg nach und wenn er das sagt, naja, das ist eine Sackgasse, dann weißt du, okay, brauch ich mich nicht mal darum kümmern, weil da ist die KI noch schneller beim Ding ausprobieren. Genau, darum geht es. Also die KI kann da, das heißt nicht, dass man nicht die Sackgasse trotzdem überprüft, aber man kann halt im Vorhinein schon einmal ein paar Sachen möglicherweise ausschließen und tut es halt nur noch stichprobenartig überprüfen, ob da die KI recht gehabt hat oder nicht, keine Ahnung, und konzentriert sich dann halt auf die weiteren Lösungsschritte und auf die weiteren Genau. Möglichkeiten, wo man, ja, wo die der Algorithmus dann halt hingeleitet. Genau. Richtig. Ja. Also da ja, wird sicher auch interessant, ist halt auch so Sache, die in der Forschung jetzt auch nicht grundlegend was Neues ist, weil sich Daten basierend auf Algorithmen auswerten zu lassen und Wege vorgeben zu lassen, das hat es früher schon gegeben. Damals hat man es halt einfach Algorithmen genannt und jetzt nennt man es halt künstliche KI. Intelligenz. Ja. Das ist richtig. Ja, stimmt schon. Algorithmen und künstliche Intelligenz sind schon unterschiedliche Sachen, aber Ja, im Endeffekt, es wir ist reden nur aber eine immer, Evolution und keine wir reden nur immer Revolution. von Large Language Ja, Models. genau. Also KI gibt es noch nicht. KI gibt's noch nicht. Na, eben, das ist das nächste, ja. Das ist, ich meine, ich verstehe schon natürlich, es klingt halt viel besser, weil Large Language Model klingt halt eher fad. Lama. Llama, ja, das klingt eher, ja, okay. It really rips the llama's ass. Kennst du es noch? Ja. Was für ein Programm war das? Ja. Nee.
Ich kenne das, aber was war das? Winamp. Ah It ja, really steht whips ja. the llamas Ah ass. ja, mein Gott, Winamp. Ah, das ist ja schon uralt. Wer Winamp nicht kennt, wir haben es eh, glaube ich, auch in einer von den letzten Sendungen gehabt. Die sind ja eh aufgekauft worden und den Player gibt es immer noch. Aber das war unser Spotify oder Apple Music damals früher. Boah, das ist ja und ICQ. Ja, unter ICQ war unser WhatsApp. ICQ war unser WhatsApp. Ja. Allein diese komische Blume, die sich da eingewählt hat. Ja. Und dann immer dieses Oh-oh. Ja, hupfen wir weiter, oder bevor alte Männer vom Krieg sprechen. Vom Krieg der komisch Ja. bedienbaren Apps, sagen wir so. Das ist richtig, ja. Ja.